Wir gucken uns hier nochmal eben zu Ende um, ne? War doch einfach. Ja, das war anscheinend der große Endboss. Hier, guck mal. Da ist noch was hinter. Vielleicht kommen wir da ja noch hin. Müssen wir. Hier ist hier links vielleicht. Ja! Guck. Jawohl, da hin. Die andere Seite bestimmt auch noch was. Ihr hört ein Geräusch. Quer durch den Raum schallt das Geräusch einer sich öffnenden Tür. Ja, das ist... Sonst bei jedem Geheimgang, ne? Kannst du einfach durchgehen. Und hier auf einmal... Oh, da war aber was. Die Tür war das aber nicht. Nee, das war die, die wir gerade aufgemacht haben. Der Geheimgang da. Mehr war das nicht. Oder meinst du, jetzt können wir erst das hier verlassen? Nee, glaube ich nicht. Vielleicht können wir jetzt hier rechts irgendwo rein. Ja, das hätten wir, glaube ich, auch so gekonnt, oder? Meinst du nicht? Oh, ja, ganz schön viele Sachen. Weiß ich nicht. Ich bin voll. Du bist voll, ja, das wissen wir. Ich trage schon so viel, wie ich kann. Ich kann nichts anderes mehr tragen. Du auch nicht? Vielleicht haben wir irgendeinen Scheiß, den wir nicht brauchen. Deswegen gucke ich gerade. Handschuhe Stärke 1, Freunde. Ach, schmeiß ich den mal weg. Was wiegt denn hier viel? Ich schmeiß den mal eben weg. Da habe ich eh 28 Stück von. Und jetzt nehme ich das lieber hier. Ich kann nichts anderes mehr tragen. Gucken, ob das besser ist. Wenn das jetzt wertvoller ist. Oh. Ja. Ja, ich nehme das mal mit. Was zum... Die haben ja zu viel aufgepackt. Jetzt haben wir eigentlich alles hier fertig. Ja, also wegen dem Teil reisen wir nicht wieder zurück, ne? Nee. Dann nehmen wir jetzt einen Rückruftrank und das war's. Gut. Auf zu Jerek! Das letzte Artefakt. Das war das letzte, ne? Ich hab mich jetzt nicht das verzählt. Das war jetzt das vierte Stück. Ja. Oder wir müssen noch ein fünftes holen. Nee, das waren vier. Also vier waren's. Das war's. Vielleicht kommt noch eine Überraschung. Ich habe eine Überraschung für euch. Die Urne ist verschwunden. Nee. Die Urne der Ozeane ist nicht mehr in eurem Gepäck. Einer oder mehrere wagemutige Diebe müssen euch als Seeleute getarnt in die Meereshöhle gefolgt sein und sie euch entwendet haben. Vielleicht weiß Jerek mehr, was zu tun ist. Oh, das ist dann... Erstmal zum Händler. Guck, wir müssen nee, erst zu Jerek. Nee, erst zum Händler. Nein. Dann können wir ja nichts mehr annehmen. Wir kriegen doch vielleicht gleich eine Belohnung von ihm. Ach ja, hast recht. Ne? Geld mieten. Wir haben ja so wenig Geld. Ja! Könnten wir uns ja nicht neue Sachen kaufen. Das ist toll, jetzt haben wir gesagt, wir waren so lange unterwegs und jetzt wurde uns das Teil geklaut. Geil. Super. Ja, ich hoffe, Jerek, du bist jetzt nicht sauer. Habt ihr die Urne der Ozeane von Seas Insel nee. Geholt? Ja, aber sie wurde vor meiner Ankunft gestohlen. So viel hatte ich auch schon gehört, aber ich hatte gehofft, es sei nur ein Gerücht. Meine Quellen sagen mir, die Diebe sind auf dem Weg in die Stadt Hügelhang, wo sie das Stück einer Gruppe von Zentarim übergeben wollen. Könnt ihr das Artefakt retten? Ich werde nach Hügelhang reisen und mit der Urne der Ozeane zurückkehren. Natürlich! Ich habe nichts anderes erwartet. Okay, dann fahren wir jetzt nach Hügelhang, nachdem wir beim Händler waren und uns ein bisschen abgeladen haben hier. Jo. So was. Dann kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Nee. Jetzt zögern sie die Geschichte noch ein bisschen hinaus, weißt du? Jetzt wird uns aber was geklaut. Nicht hier. Das sollte ich jetzt lieber lassen. Ich finde das so schön. Hallo Balduin, wie heißt du? Bartley. Ihr werdet keinen anderen okay. Menschen, der mit meiner Qualität und meinen Preisen mitmachen. Das ist doch keiner. Das stimmt, nee. Hat er recht. Ich guck gerade, muss ich. Nee, das ist 15 bis 36, soll ich das behalten? Ja, die Rückrufträger. Guck mal, 15 bis 36 wäre das so als wie der Morgenstern, so eine Waffe. Dann wäre die hier eigentlich besser. Ist das eine. Das ist eine Zweihand, ne? Hm. Ich meine, ersetzt das hier oder das hier? Das erste. Das da, sicher? Nee. Das will ich mal eben ausprobieren. Nee, das zweite. Der Morgenstern ist Einhand. Ja? Ja. Ihr sucht Waffen und Rüstung? Dann verkaufe ich das. Alles, was ihr braucht. Hallo, verkaufen habe ich. Achso. Ja, Stiefel, Leder, Helm. Hast du Handschuhe mit 7 oder? Handschuhe mit 7? Okay, geht. 8. Dann können das ja auch weg. Wir müssen noch ein paar Tränke.
Geld haben wir. Ich habe gerade Rückruftränke verscherbelt, das wollte ich auch nicht gerade. Geld haben wir ja genug, ne? Eigentlich ja. Ich habe hier noch Perlen und alles Mögliche. Ja, okay, wir haben jetzt 260.000, ne, also. Ja. Ja, jetzt freue ich mir meinen Händler. Das wäre eine richtig coole Sache eigentlich. Doch, hier wäre das richtig gut. Das sollte ich jetzt lieber lassen. Das sollte ich jetzt lieber lassen. So. Hügelhang, da ist es. Jo. Dann wollen wir mal gucken, was wir uns in Hügelhang jetzt da holen können. Ich hoffe, die Urne der Ozeane. Das ist echt toll, dass sie uns wieder alles klauen. Bitte einen Speicherpunkt, ja. Schöne, entspannte Musik. Ich habe mich schon gefreut, dass wir jetzt endlich in den nächsten Kapitel kommen und vielleicht bessere Waffen bekommen. Ja, und jetzt ist es aber noch nicht vorbei. Okay. So. Wird das hier kompliziert? Was ist das denn? Was ist das, um Gottes Willen? Ist der schwanger? Ich kann mich an den nicht mehr erinnern. Ganz ehrlich, das wüsste ich. Gucken, wie stark der ist. Ja. Naja, geht, ne? So. Also ich habe jetzt nicht wirklich Energie verloren. Wenn davon jetzt keine 5 Stück auf einmal kommen, dann... Ja. Kannst du dich daran noch erinnern? An die nicht, nee. Aua. Das macht man nicht. Du musst Energie nehmen, der haut auf dich. Die ganze Zeit. Ist ja voll scheiße gerade. Der trifft mich, glaube ich, nicht, weil ich zu klein bin. Verflucht. Na, wie schmeckt das? Aber es ist eine coole Atmosphäre wieder hier. Weil ich kann mich an die Gegner echt nicht dran erinnern. Nee, ich auch nicht. Gar nicht. Vielleicht ist es auch immer anders, in welcher Reihenfolge du die Dings zuerst machst. Das sind Ritter, ne? Alex. Die halten gar nichts aus, das ist gut. Der steht da einfach immer stumpf rum und ballert mit seiner Armbrust so locker da. Oh, schön. Und ist tot. Vielleicht ist die Geschichte aber auch nicht immer gleich, ne? Oh, warst du das? Nein. Das warst nicht du? Ich hab den Zauber nicht, gerade auch. Nein, wer macht den Zauber? Da ist ein Zauberer, der in der Mitte, der Schwarze. Der Schwarze? Was ist? Der schwarze Rüstung. Hallo, könntest du mal umfallen? Also nicht du, ich meine den Ritter. Wir müssen zuerst den Zauberer umbringen, was ich gerade getan habe. Für diese Leuchten. Du hast den umgebracht, den Zauberer. Ja. Achso, dann war der ganz schön stark. Hm. Ist da was? Nein. Oh. Hallo, ihr beiden. Er spannt seine Armbrust, während ich immer so ganz ruhig in den Rücken hacke. Das ist schon schön. Er hat sogar geschrien. Ja. Mit Slapstick-Humor hier. So, abspeichern. Hügelhang. Also der Name Hügelhang sagte mir irgendwie noch was, aber ich kann mich an diesen ganzen Bereich nicht mehr erinnern. Ich auch nicht. Kommst du mit? Ja. Ja, cool. Ich hab grad mein Headset wieder gerichtet, weil... Achso. Cutscene, wie es aussieht. Aha. Was zum... Das sind sie. Sie müssen wegen der Urne zurückgekommen sein. Ihre Köpfe sind ein kleines Vermögen wert, Männer. Keine Zurückhaltung jetzt. Ja. Ihr seid eh nicht stark, von daher... Ja, der ist schon tot. Aber du hast schon... Das ist doch ein Lieber da, der Bauer da, oder? Ich glaube nicht, dass wir den... Nicht den hauen! Der ist, glaube ich, lieb. Ich glaube, der kann nichts dafür. Oder? Er greift mich doch an. Er ist lieb. Er soll sterben. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, Timo. Okay, ich hau mit. Doch, das ist richtig. Ich hau mit. Will er mir nicht angreifen. Guck. Aha. Ihr habt euch die gestohlene Urne der Ozeane von dem Dieb zurückgeholt. Sie sollte zu direkt nach Baldur's Tor zurückgebracht werden. Das war jetzt eine sehr sinnvolle Aufgabe hier, oder? Ja. Weiß ich nicht. Das hätten sie auch sparen können. Ich hab gedacht, komm, wie ist das ein vernünftiger... Das war's. Das ist der Ritter, der hier. Nee. Da ist der Zauberer erstmal hier. Wo denn? Ich sehe den nicht mal. Der in der Mitte, der. Das ist vor dir da? Den ich gerade angreife. Das ist ein Zauberer. Ja. Okay. Jetzt geht ihn jetzt nicht mehr. Das war einer. Ja.
Wieso bekämpfen die uns denn, wenn der Anführer tot ist? Ihr könnt uns doch eh nichts mehr. Doch, uns umbringen. Da ist noch ein Zauberer irgendwo. Hallo, könnt ihr mal sterben? Oder könnt ihr nicht sterben? Warte mal, wir müssen ja. Ich hab schon einen umgebracht. Ich auch. Nun fall doch mal um, du Penner. So. Wir gucken uns das hier nochmal in Ruhe eben an, den ganzen Kram. Oh, da ist schon wieder ein Honk. Warum bringst du dir nicht um, Timo? Voll los. Nimm noch einen. Wir können sogar hier hochgehen. Oh. Echt nicht, weil ich hier nicht reinkommen gerade. Das ist so gut. So. Was ist das denn für ein Riesengebiet hier? Das hier ist ein Zauber. Nee. Nee, keiner von beiden. Ich sehe wie keinen Unterschied zwischen dem anderen und doch, dem. Die haben eine schwarze Rüstung. Ja? Und leuchten manchmal auf. Geil. 83 Goldstücke. Yay. Yeah. Brauchen wir. Das war jetzt alles hier oben, ja? Jetzt können wir uns Waffe kaufen. Wir können uns gar nichts kaufen. Ja, leider. Da könnten wir schon. Jetzt ist ja. Da gibt ja nichts. Warte mal. Kann ich hier zwischen noch? Nee. Wegen einer Truhe mit 83 Goldstücken. Aber hier oben war noch was, glaube ich. Hier hinter vielleicht. Ja, ich habe da nämlich noch Fässer gesehen. Ja, oh, geil. Mit sowas Spannendem habe ich nicht gerechnet jetzt. Nee. Drei Fässer. Wow. Und ein Ritter. 6 Gold. Ich darf die Kamera hier nicht drehen. Die zerstören das ganze Räuberlager. Die haben aber auch überhaupt nichts, die Penner. Das sind echt schlechte Räuber. Ja. Und hier hat uns davor noch einer angeschossen. Von wo denn? Und wer war das? Ich glaube, die haben wir schon gebracht. Was haben die Illuminaten damit zu tun? Lass mal eben kurz hier unten gucken. Illuminaten? Es ist momentan so ein Standardspruch bei uns. Was haben die Illuminaten damit zu tun? Das ist aber auch ganz oft bei so einem YouTuber, dass die immer irgendwie so aus Gag die Illuminaten mit einbauen. Ja? Mit diesen Pyramidenkreuz da, ne? Ja, ja, genau. Die Welt, ja, wir sind durch. Ja. Dann gehen wir nochmal eben zu Jerek. Und sagen die Belohnung abholen. Ja, genau. Und dann können wir nämlich einen kurzen Cut machen. Aber erstmal dahin. Ich denke mal, dass dann das zweite Kapitel zu Ende ist. Vermute ich. Also ich glaube nicht, dass das noch länger ist. Dann kommt das dritte. Und das dritte sollte, glaube ich, das finale Kapitel sein. Nicht hier. Warum nicht? Ich wollte doch nur flitzen. Das darf er nicht mal hier. Das sollte ich jetzt lieber lassen. Er darf hier nicht laufen. Das ist schon schlimm, ne? Hagerlaus. So, dann ist Jarek jetzt bestimmt total fröhlich mit uns. Yay. Ich höre, das Unterfangen in Hügelhang war ein Gemetzel. Einerlei. Ja. Ihr habt auf jeden Fall die Urne der Ozeane geholt. Wie versprochen. Eure Belohnung. So. Jetzt kommt's hoffentlich. 50.000. Oh. 3.000 und 4.000 Erfahrungen. Ich danke euch. Achso. Ja doch. Waren das alle Artefakte? Das ist alles, ja. Doch dies muss nicht das Ende unserer Partnerschaft bedeuten. Ich habe viele Dinge mit euch zu besprechen, Abenteurer. Wichtige Dinge. Aber jetzt und hier sind weder die Zeit noch der Ort. Trefft mich in Omduils Haus, hier in der Stadt. Ah. Wir sprechen dort weiter. Okay. Kapitel 3. Ja. Siehste. Wenn jetzt nicht noch eine Cutscene kommt, ist das ein super Zeitpunkt, um eine kurze Pause zu machen.
Bleinachtburg. Ich frage mich gerade, warum... Die Hafner arbeiten schnell, mein Fürst. Sie haben schon 4 passende Elementarschlüssel in ihren Besitz gebracht, obwohl die Zentarim sie immer noch gnadenlos jagen. Ah, alles fügt sich reibungslos zusammen. Vielleicht etwas zu reibungslos. Aber ich werde mich nicht weiter beklagen. Xanast? Ja, mein Fürst? Informiert unsere Bündnispartner im Osten von unserem Fortschritt und bereitet die Aktivierung des Onyx-Herzens vor. Schon bald werden die westlichen Herzlande einen wahren König kennenlernen. Auch so ein Spacken. Ja. Ja, aber das ist die Burg Bleinacht, so wie sie da heißt. Bleinachtburg, das ist, glaube ich, das letzte Gebiet, ne? Wenn wir da drin sind. Ich glaube, das war das große Schloss, wo dann zum Schluss der Typ da noch kam. Ja, ich speichere mal eben ab. Kann das jetzt schon? Nein, das kommt noch nicht jetzt, aber das ist dann das letzte Gebiet, ist das dann mit der Burg, meine ich ja nur. Was wir jetzt als nächstes machen müssen, das erfahren wir ja gleich erst hier bei Omduil, wie der heißt, dem Alten. Mein Opi. Genau, und da gehen wir im nächsten Part hin und wenn ihr Lust habt, dann schaltet ihr wieder ein. Wir machen auf jeden Fall weiter. Und ja, dann würde ich sagen, bleibt mir treu, bis zum nächsten Mal. Euer Alex sagt ciao.